Auch heute heißt wieder einmal herzlich willkommen bei Kuhnmann Let's Play mit Horizon Zero Dawn. Cool war, oder? Also, letztes Mal da innen gsi, kämpft gegen irgendwelche komischen kultischen Schergen. Und jetzt gehen wir in den grossen Raum da. Wo es wieder einen Haufen neue Sachen gibt zum Entdecken. Und dann möchte ich doch sagen, hey, zum Glück bist du mit dabei und siehst, was wir da alles erleben. Ah, schau da, Versteck. Gut. Versteck und Textdatei, Audiolink, Textdatei. Also, Textdatenpunkt Quest. Margot Sheen an Elizabeth Sobeck betreff Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen, aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast, wie Würdigung. Als ob sie ihren Verlust bereits betrauert und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaestus wird sie es bauen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft. Margot. Also das scheint zu funktionieren mit der Gaia, dass sie irgendwie Sachen programmiert, Sachen aufbaut. Ähnlich. Was der Hell ist denn das da? Brandschutzverstärkte Bunkertüre. Und wo ist die? Ah, dort, das sind die grossen Bunkertüren. Jetzt komme ich wieder raus. So. Mal schauen, was man da noch alles findet mit der Aloy, außer das Licht, das einen blendet. Ich bin Margot Sheen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also, Sie werden bemerkt haben, dass Sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihre Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt. Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich versteh's nicht. Was genau? Es ist an einigen Stellen ziemlich technisch. Wenn Gaia Leben retten soll, warum greifen die Roboter, die sie herstellt, Menschen an? Vielleicht mag sie einige Lebensformen mehr als andere. Die Störung. Die Maschinen waren nicht immer so wütend. Das stimmt. Sie waren größtenteils gutmütig bis vor 10, 15 Jahren. Jahrelang hat Hephaestus Brutstätten gezwungen, aggressive Maschinen herzustellen. Ich habe es selbst gesehen, in den Brutstätten. Pirscher, Verwüster, ein Donnerkiefer. Wie hat er das gemacht? Und warum? Eine gute Frage, wirklich. Ja, ich habe da irgendwie vermutet. Ich meine, wir haben ja gesehen, der eine von ihren Robotern oder von ihren Unterprogrammen hat Hades geheißen. Und Hades ist auch der grosse Kämpfer
irgendwie habe ich das Gefühl, ist da mit dem System irgendetwas ist da passiert. Etwas Heftiges. So. Elizabeth Sobeck an Margot Sheen. Voller Kraft voraus. Margot, wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel. Dein letzter Entwurf für den Plan, Bootstrap-Silos zur Lagerung von Rohmaterialien zu bauen, ist herausragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für den additiven Fertigungsanlagenkern und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch. Sprich mit Iomide Okilo, bevor du die Silo-Inventare fertigstellst. Hephaestus' erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenform-Übertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscodes bauen. Im Inventarplan sollen also exotische Materialien enthalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Elizabeth. Gut. Hallo, ich bin Margot Sheen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Auch Experten in Maschinenkonstruktion, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht die so, sind wir wieder da. Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Er dacht und er baut im Handumdrehen. Ihrer. Somit ist ja, spannend. Es spannend. Ist eher das handwerkliche Wissen und ja, und da bin ich jetzt wieder mal ein bisschen vorsichtiger, weil ich irgendwie wieder mal auch mit Gegnern rechne. Ich spüre das irgendwie, wir sind noch nicht allein, also, oder bleiben nicht die ganze Zeit allein da. Hey, und wenn dir das da gefällt, was du da siehst, wenn du meine Stimme sympathisch findest, oder Games, egal was von dem Zeug, lass doch ein Like oder ein Abo da. Damit ich auch weiss, dass ich genau so weitermachen muss. Und dass das alles gut kommt. Aha. Das ist wie geschützt, das kann man nicht scannen. Eine riesige Anlage ist das gewesen, hey. Das brauche ich später noch. Ah, komm, wir nehmen noch ein bisschen Pilzli mit. Aber so viel haben wir jetzt auch wieder nicht mehr auf Lager, finde ich. Aber was komisch ist, habe ich die letzte Mal nicht alle mitgenommen. Ich kann es fast schwören. Aber ist okay. Sowas habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Ich glaube, das ist es.
Das Büro von Elisabeth Sobeck. Aber wir kommen nicht rein. Es muss einen Weg mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mein Gott. Geil. Das haben wir jetzt aber gut gemacht, hä? Eine riesige Maschine. Ja, warte, ich befreie dich jetzt gerade. Du musst es nicht mehr lange aushalten in deiner Gruft da. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 7, der mit den Waffen noch. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebaji. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir 4 wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern und Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabyte Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo. Die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Kennen erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden. Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Apollo ist einfach alles, was die Menschheit schon so ein bisschen angestellt hat. Die beiden Datenpunkte hole ich nachher. Ich habe das Gefühl, ich muss zuerst... So.
Na, der Ufer. Ja. Nummer 2. So, komm. Ganz genau. Das war der letzte. Wieder allein. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Also, machen wir doch Silence. So. Entschuldigung. So, jetzt muss ich mal ganz kurz zurück. Wir werden die alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Zack. Nächster Datenpunkt. Samina Ebadji an Elisabeth Sobeck. Eingekapselte DNA. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten, sogar die Eternity-Technologie. Die FAS vor knapp einem Jahr angepriesen hat, aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenztem Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Sorry, kurz husten. So. Eingekapselte DNA kann problemlos mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 18 Grad Celsius halten. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren? Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch, das Leben als Held, aber die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. So, DNA-Speicher ist also die Lösung da, ha? Nochmal von der Samina. In den letzten 2 Monaten hat sich die volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Fort Zenith ziehen konnten. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateieinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett. Die Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel 4500 Sprachen zu erhalten zurückblieben.
Ich nehme an, das war doch... Was? Ich nehme an, das war durch den tragischen frühen Verlust von Papua-Neuguinea von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte nur, einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir, Samina. Also, das Wissen ist gespeichert. Wir haben da alles versucht mitzunehmen. Wir haben alles versucht zu speichern und mitzunehmen. Gut, da hinten sind wir gesehen. Dann laufen wir doch da einmal die Runde. Da darf man aber überhaupt nichts liegen lassen. Nichts. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Gell? Liebe Aloy, du machst das super. Ist nicht mehr gewesen. Gut, kommen wir wieder zurück. Ja, wir müssen da wirklich alles schön gut durchsuchen, nicht, dass wir irgendwo etwas Wichtiges verpassen würden. Das ist auch nicht. Nicht mehr. So. Nehmen wir auch mit. Adiodatenbank, lass mal. Bitte archivieren Sie dieses Geständnis in Apollo mit Querverweisen zu allen Erwähnungen meines Namens und Operation Enduring Victory. Mein Name ist General Aaron Harris. Von 2060 bis 2066 war ich der Vorsitzende der Stabschefs. Der hochrangigste Offizier der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von Amerika. In meiner Amtszeit fielen die strategische Planung und die Aufsicht über die Operation Enduring Victory, einem Betrug, der an der Zivilbevölkerung der Vereinigten Staaten und anderer Nationen in den letzten 14 Monaten des Lebens auf diesem Planeten begangen wurde. Vor der Pharaoh-Plage machte ich meine Arbeit und ich machte sie gut. Ich war wagemutig und entschlossen, geschickt bei politischen Manövern. Es war kein Zufall, dass ich schließlich diese hohe Position bekleidete und Befehlshaber der größten mechanisierten Truppe war, die je gebaut wurde. Doch wozu hat es geführt? Meine einzige nachhaltige Errungenschaft war die Vernichtung des Lebens auf der Erde. Und meine einzige hilfreiche Tat, wenn überhaupt, war die Verzögerung dieser Vernichtung um Tage oder Wochen durch noch mehr Todesopfer. Ich habe die Hoffnung, dass in der zukünftigen Welt kein Bedarf mehr an Menschen wie mir besteht. Wenn Sie einer der Menschen dieser zukünftigen Welt sind und diese Nachricht hören, sollen Sie wissen, dass es mir leid tut und ich Ihnen alles Gute wünsche. Hochachtungsvoll, Aaron Harris.
schlechtes Gewissen. Ja, ich denke, weißt, wenn du dann so vor dem Ende der Welt stehst und dir bewusst wird, was so die Auswirkungen sind vom Machen und Tun von der Menschheit. Ja, dann hast du sehr wahrscheinlich bestimmt ein schlechtes Gewissen. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, aha. Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein. Gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und Ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass Ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann, und nur dann, überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen in der Leere. Okay, wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Sehr viele Fragen, aber wir haben jetzt eine Ahnung, warum und wie das der Hades so böse ist, oder dass der Hades halt böse ist. Er ist das Löschprogramm von der Gaia. Aber über das Löschprogramm soll selber können denken, das ist auch wieder fraglich. Ja, was auf jeden Fall da dahinter steckt, meine lieben Leute, das erfahren wir in der nächsten Folge von Kuhnmann Let's Play. Du bist dabei, vielleicht auch jetzt schon online. Und hey, wenn es dir gefällt, wie gesagt, abonniere das Ding da, würde mir Spass machen. Ciao.